Der Nebel wird immer dichter. Man sieht schon gar nichts mehr. Das ist wie ein Heiligenschein beim Regen. Naja, ist er ja. Hallo, Christi und Servus zu einem neuen Video. Jetzt ist wieder soweit. Saisonstart mit den Skitouren und wir alle in Hochfügen auf dem Pfaffenbirch rauf. Mit dabei die Nicke. Hallo miteinander. Ja, genau, jetzt sage ich wieder defekt. Es sind 960 Höhenmeter. Wir haben jetzt eingeplant 2,5 Stunden. Und ja, Ausgangspunkt ist da Hochfügen beim Parkplatz zum Skigebiet. Das liegt auf 1474 Höhenmeter. Ja, schauen wir mal. Genau, mit dabei heute wieder der Renia. Servus. Und die Tanja. Hallo. Und ja, beginnen da über die Skipisten, der größte Teil. Und oben dann muss man sich die Ski ausziehen, damit man auf den Gipfel kommt. Aber schauen wir hinzu. So, wie gesagt, da beim Parkplatz im Skigebiet. Ausgangsposition ist eigentlich jedes Jahr die ersten Skitouren, was da herumgehen in Hochfügen. Und sind ja auch immer einige Leute unterwegs. Bei so Pisten-Skitouren sollte man immer schauen, dass man mit dem anderen Skifahrer mit dem Weg umgeht und immer schön am Rand von der Piste geht, damit da kein Risiko entsteht. Ja, ein leichter Schneefall hat eingesetzt. Das ist einfach herrlich, oder? War so schön. Ist das so gut? Ja, da oben in Hochfügen muss man einen Skitouren gehen, noch nicht für die Pistenbenutzung zahlen. Es ist aber ein kostenpflichtiger Parkplatz von 5 Euro, was das kostet. Da wird es jetzt ein bisschen steiler, den ich jetzt die Steighilfen rein tun. Und da die Stücke bis zu den ersten Almen ist das steilste, dann geht es wieder gut dahin. Jetzt sind wir da kurz unter die Alma, eine Stunde ungefähr auf dem Weg. Steilste Sicke jetzt geschafft. Das ist einmal ein recht knackiger Stich. Man kommt zum Gehen, wenn man die Zirche ausnummer geht, aber ja, das ist ja auch langweilig. Eine Stunde sind wir jetzt unterwegs gewesen, knapp auf 500 Höhenmeter, 480 sind es. Haben wir jetzt hinter uns, also die Hälfte, und jetzt geht's weiter. Bergauf. Wenn man da beim Rucksack sieht, das Schneefall ist noch nicht weniger wohnen. Die Liftstation ist auf 1.095 Meter. Und geht jetzt noch gute 300 Höhenmeter bis zum Ende der Liftstation. Da ist auch dann das Ende von der Pisten. Und da kann man dann ohne Ski weitergehen bis auf den Gipfel rauf. Nochmal 100 Höhenmeter oder so, was das dann noch sind. So, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich, oder? Wow, voll. Ein bisschen kalt, ein bisschen windig. Hey, yeah. Da oben sieht man schon das Ende von der Skitour. Die Verhältnisse sind so lala. Immer wieder zu. Jetzt sieht man die Bergstation schon gar nicht mehr. Und ab und zu ein kalter Wind geht auch. So, der Nebel wird immer dichter. Man sieht schon gar nichts mehr. Da vorne ist eigentlich die Station. Bei solchen Bedingungen ist es nicht ratsam, da noch weiter zu gehen. Auf den Gipfel ist die Verletzungsgefahr zu groß, oder dass man abstürzt. Und der Ausblick hat man auch keinen. So, das jetzt zum Ski ausziehen. Und dann würde es da den Weg raufgehen. So, wir sind jetzt herum am Ende der Piste. Da im Hintergrund ist noch eine nette Installation. Und ja, wie lange haben wir denn gebraucht? 1 Stunde 50 haben wir gebraucht, 850 Höhenmeter bis zu der netten Installation da. Und ja, man konnte noch weiter gehen auf. Das war zum Stapfen.
aber dadurch, dass die Sicht mangelhaft ist, haben wir uns das nicht durch. Aber sind vielleicht paar... sieht man die Sonnencreme hinten aus. Ja, ja, das ist wie ein Heiligenschein beim Regen. Ja, ist ja. Ja, jetzt freuen wir uns auf die Abfahrt mit Sicht. Nicht, aber ja, jetzt geht's dann bergab. Auf los geht's los, Abfahrt! Erst die Abfahrt der Saison, sagen wir mal jetzt erst. Schwinger, nicht so steif. Wir sind jetzt wieder rund beim Parkplatz, haben die Abfahrt gut überstanden, ist dann ziemlich kalt geworden, aber für das erste Mal in der Saison wieder super Auftakt, oder? Ja, aber meine Oberschenkel brennen auch gescheit. Ja, hat auf jeden Fall wieder gepasst. Ja, super Pistentour und Verhältnisse haben auch gut gepasst. Und ja. Ja. Ja, okay, kommt besser sein. Guter Start in die Saison, Sicht war wechselhaft, würde ich sagen. Aber tadellos wieder gut eingestartet. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Servus. Dass man sich mit den normalen Skitouren, dass man sich mit den normalen Skifahrern nicht. Wie viel Meter war bis daher? Ah, ich weiß nicht. Wir sind jetzt herum am Ende der. Und so. Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat.